Die zentrale Skulptur hier ist der Akkumulator. Das ist ein aus Messingblechen, rein aus Messing gefertigter Raum, der architektonische Proportionen aufnimmt und auch widerspiegelt und noch einmal einen sehr, sehr starken Kontrast zwischen Innen und Außen hat und auch mit einem Röhrensystem verbunden ist und so zu einem Instrument wird und ist betretbar und darin befindet sich ein Tagebuch, um wieder sozusagen auf den Ursprung meiner Praxis zurückzukommen, dass eigentlich alles aus der Zeichnung kommt. Ja, für mich ist der Ausstellungsraum wie eine Atomhülle und ich habe probiert, mein Konzept war, nachdem die Arbeiten sehr fragil sind, dass ich irgendwie ein Zentrum in die Ausstellung hinein baue und am toten Ende der Rolltreppe sozusagen ein Podest errichte und auf dem einen architektonischen Körper platziere, der eben mit dem Arbeiten verbunden ist. Drahtzeichnungen sind eine Fortführung meiner zeichnerischen Praxis ins Räumliche und waren anfangs alle schwarz, weil sie eigentlich im White Cube für den White Cube gedacht sind. Hier verschwinden die alle, aber es hat auch seinen Reiz, wenn etwas dann sehr spät auftaucht aus dem Dunklen und es verkörpert auch so ein bisschen das Gegenteil zu dem Glanz, zu dem Messing.